So einfach ist das. Die sollen hier abhauen, wir kassieren ihre 2 Punkte, dann bleiben wir drin und die sollen absteigen. Hauptsache 60 bleibt drin. Wir haben schon die ganze Zeit aufs Spiel hingefiebert. Heute früh um 11 waren wir in München und seitdem sind wir hier. Siehst du, alles nass hier, aber scheißegal, wir sind immer dabei. Am Samstag war es wieder soweit. Reisetag für Dynamos Anhang. Und während etliche Fans noch auf dem Weg Richtung Stadion an der Grünwalder Straße für Stimmung sorgten, ging es einige Kilometer vom Zentrum entfernt in Unterhaching doch merklich ruhiger zu. Taktik und Psychologie sah der Zeitplan der Spieler vor, natürlich ohne den MDR. Sicherlich muss man gerade in unserer Situation im psychologischen Bereich viel tun und gerade was die Menschenführung betrifft, muss man individuell auf die Spieler Einfluss nehmen, aber wie gesagt, man darf das auch nicht überbewerten. Das sind alles Jungs, die Profiverträge haben, das sind robuste Burschen und von daher brauchen sie nicht auf die Couch, wie man immer so schön sagt. Tja, robuste Typen waren im Spiel gegen die Löwen schon gefragt, hatten die letzten Tage doch wenig Frühlinghaftes an sich und das Stadion entsprechend gestaltet. Regen hin, Regen her, kurz vor dem Anpfiff war das Wetter eh wurscht. Endlich sah man sie, die Handlungsreisenden in Sachen Fußball, die wie hier grenzüberschreitend Erinnerungen aufleben ließen oder einfach wie Löwentrainer Lorand das Bad in der Menge genossen. Dieser Eindruck täuscht. Die größte Chance, anfangs in Führung zu gehen, hatten die Dresdner. Gut 12 Minuten waren gespielt. Schwabel hatte Ekström regelwidrig im Strafraum beschleunigt. Elfmeter entschied Schiedsrichter Strampe. Das Verhängnis nahm seinen Lauf. Ich habe versucht zu schauen, was der Torwart macht. Bin ein bisschen langsamer geworden zum Ball hin und habe dann natürlich gesehen, dass er steht und habe gedacht, jetzt schiebt ihn scharf in die Ecke, da kommt er normal nie mehr hin. Aber der war wahnsinnig schnell unten, muss ich sagen. Das natürlich bitter gewesen. Blau-weißer Jubel hier, schwarz-gelbe Empörung da. In 11 Meter das Einfachste, was sie tun müssen, da reinzukriegen, dann sind sie selbst so blöd. Wirklich, das ärgert mich ohne Ende. Aber es sollte noch schlimmer kommen. 26. Minute, Erhard aus dem Getümmel, 1:0. Unmittelbar nach Anpfiff zur zweiten Spielhälfte erhöhte Winkler sogar auf 2:0 für die 60er. Jubeln durften die Dresdner aber auch noch, zumindest kurzzeitig, über den Anschlusstreffer von Spieß. Den Schlusspunkt setzte aber wieder ein 60er. Winkler zum 3:1 Endstand. Also wenn jetzt der Einsatz der Profis, für das Geld müssten sie viel mehr tun. Man ärgert sich, dass man nah geworden ist für sowas. Wenn man die Bodenverhältnisse in Rechnung stellt, wenn man die nervliche Anspannung der beiden Mannschaften in Rechnung stellt, haben wir, glaube ich, ein ordentliches Fußballspiel gesehen.